Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben heute Ehrengäste hier und ich begrüße mich ganz freue mich, heute Morgen Ambet Yusson begrüßen zu dürfen. Ambet ist Generalsekretär der BHI, unserem internationalen Gewerkschaftsbund der Bau- und Holzarbeiter mit über 300 Mitgliedsgewerkschaften in ungefähr 120 Ländern. Wir setzen mit der BHI alles daran, dass sich die Arbeitsbedingungen von Wanderarbeitern in Katar verbessern. Wanderarbeiter, die auf den Baustellen für die Fußball-Weltmeisterschaft eingesetzt werden. Darüber hinaus unterstützen wir Schwestergewerkschaften, die in Not geraten sind, wie etwa in der Ukraine aufgrund des Krieges oder in Myanmar aufgrund des Militärputsches. Ambet, wir freuen uns, dass du heute hier bist und zu uns sprichst und vielleicht auch darüber berichten kannst. Damit ihr als Delegierte den Ausführungen von Ambet folgen könnt, wird nun ein Dolmetscher vom Dolmetscherteam die Worte von Ambet simultan vom Englischen ins Deutsche für euch übersetzen. A very warm welcome to Ambet. The stage is yours. Good morning, everyone. Guten Morgen an alle. Robert Feiger, IGBAU-Präsident, Members of the Mitglieder IGBAU Board, des IGBAU-Vorstandes, Delegierte, Gäste. It is an honor, es ist mir eine große Ehre, hier today. Vor diesem Kongress zu sprechen heute. We are meeting in Wir times treffen uns of challenge in Zeiten and despair. Der Herausforderung und der Verzweiflung. They also They are also times es sind of opportunity aber auch Zeiten and hope. Der Chancen und der Hoffnung. We come together nationally, wir kommen auf nationaler globally, und globaler Ebene zusammen, um mit unserer Stimme und unserem Gewicht dazu beizutragen, dass Herausforderungen zu Chancen werden und Verzweiflung zu Hoffnung. Die IGBAU und die BHI haben sich immer für die Gewerkschaftsrechte eingesetzt und haben sich mit den Gewerkschaften solidarisiert, die für Anerkennung, bessere Arbeitsbedingungen und soziale Gerechtigkeit gekämpft haben. Heute sind wir mit vielen Situationen konfrontiert, in denen der Kampf für Gewerkschaftsrechte und der Kampf für Demokratie zu denselben Kämpfen geworden sind. Die besorgniserregenden Länder sind Weißrussland, Hongkong, Myanmar, der Einmarsch Russlands in der Ukraine verfolgt die Absicht, das Land seiner Unabhängigkeit und Freiheit zu berauben. Diese und viele andere Konflikte, extreme Armut, die globale Erwärmung, haben die Menschen gezwungen, ihre Länder zu verlassen und haben zu einem massiven weltweiten Strom von Flüchtlingen und Migranten geführt. Die IGBAU hat sich mit dem gesamten Spektrum dieser Aktivitäten der BHI solidarisch gezeigt. Und ich möchte zwei dieser Kämpfe nennen, bei denen die Gewerkschaften an vorderster Front für die Demokratie gekämpft haben. Myanmar und die Ukraine. Zivilisten wurden Opfer brutaler Angriffe in Myanmar und auch in der Ukraine. Mit einem wichtigen Unterschied jedoch, dass in Myanmar unter einem einheimischen Diktator leidet, während in der Ukraine ein ausländischer Autokrat das Sagen hat. Millionen Menschen sind aus der Ukraine geflohen. In Myanmar wurden Gewerkschaftsführer, Aktivisten verhaftet, eingesperrt und getötet. Die entschlossene und einheitliche Unterstützung für die Unabhängigkeit der Ukraine und die Demokratie in Myanmar durch die internationale Gemeinschaft, die demokratischen Länder, die Gewerkschaften
Und die unerschütterliche Solidarität der IGBAU sind beruhigende Zeichen, trotz dieser so schwierigen Zeiten. Ich danke der IGBAU für ihre starke und beständige Unterstützung. Lassen Sie mich nun über die Situation von Wanderarbeitnehmern in Katar sprechen, dem Gastgeber der Fußballweltmeisterschaft 2022. BHI hat 58 Gesundheits- und Sicherheitsinspektionen durchgeführt auf den Baustellen der WM-Stadien und in den Unterkünften der Arbeitnehmer. Die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Wanderarbeitnehmern in den Stadien haben sich deutlich verbessert. Gestatten Sie mir, diese Gelegenheit zu nutzen, um der IGBAU und vor allen Dingen Robert für die Entsendung ihrer Sicherheitsinspektoren zu danken. Danke auch für die Unterstützung des Inspektionsteams der BHI. Ich danke auch Dietmar Schäfer. Dietmar spielt eine sehr wichtige Rolle. Er ist führend in der Kampagne für die Arbeitsreformen in Katar. Dietmar war sehr effektiv in der Verhandlung mit den Behörden in Katar, wenn wir uns einsetzen für die Rechte der Wanderarbeitnehmer. Unsere Kampagne hat dazu geführt, dass es Arbeitsreformen gibt in Katar, einschließlich der Einführung des Mindestlohnes, der Abschaffung der Zwangsarbeit. Aber diese Reformen sind bedeutungslos ohne wirksame Durchsetzung und Nachverfolgung. 50 Tage vor der Fußballweltmeisterschaft haben wir immer noch eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Ich spreche nicht davon, dass Deutschland vielleicht die Weltmeisterschaft gewinnen soll, aber auch das ist ja wichtig, das weiß ich. Aber bevor Deutschland Weltmeister wird, noch eine Bitte. Die IGBAU und BHI fordern von der katarischen Regierung und der FIFA die Einrichtung eines sogenannten Migrant Worker Centers. Dieses Migrant Worker Center ist ein Vehikel für die Migranten, damit sie sich selber helfen können, damit sie sich organisieren können und ihre Rechte verteidigen können. Dieses Migrant Worker Center ist ein sicherer Hafen für Migranten, damit sie sich schützen können, wie gesagt, und ihre Rechte einfordern können, auch nach den Weltmeisterschaften noch. Die globale Erderwärmung ist eine Gefahr für den Planeten und für das Leben. Die IGBAU befasst sich seit langem mit dem Klimawandel und seinen Auswirkungen auf die Bau, die Forstwirtschaft und die Beschäftigten dort. Die Verringerung der CO2-Emissionen ist ein wichtiger Arbeitsbereich der BHI geworden. Die Umgestaltung von Produktion und Arbeit wird positive und auch negative Auswirkungen auf unsere Sektoren haben, den Bau, Baustoffe und Forstwirtschaft. Es ist wesentlich, dass dieser Wandel, dass diese Transformation die Interessen der Arbeitnehmer berücksichtigt und die Zukunft der Arbeit mit guten und hochqualifizierten Arbeitsplätzen verbessert
sodass wir mehr Chancen haben und eine bessere soziale Gerechtigkeit erreichen können. Nächste Woche werden mehr als 700 Delegierte der BHI, Gewerkschaften in der ganzen Welt, zusammenkommen. Und es gibt auch eine starke Delegation der IGBRU. Wir kommen alle zusammen in Madrid zum 4. BHI-Weltkongress. Vamos! Organisieren wir uns über Grenzen hinweg für Menschen, für Frieden, für den Planeten. Gemeinsam, IGBRU und BHI, gemeinsam können wir für alle eine bessere Zukunft aufbauen. Dankeschön.